Heute verdienen wir über 7.500 Euro im Monat mit Affiliate Marketing, mit TikTok Affiliate Marketing und ChatGPT. Ich schaue mir das Video mit euch gemeinsam an und wir schauen einfach mal, ist es real? Kann man 7.500 Euro mit TikTok verdienen? Ja, das geht. Mit TikTok Affiliate Marketing? Oh ja, da bin ich mal gespannt. Du bist auf dem YouTube-Kanal, Michael Kurze, von 0 auf 6-stellig. Das bin ich. Gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen. Und kein Video mehr verpassen. Bevor wir jetzt hier anfangen oder so, ich habe sehr, sehr viele Änderungen in mein Setup vorgenommen. Deshalb also, es gab immer mal wieder ein paar Probleme mit den Videos und so weiter. War nicht 100% synchron und so. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert oder so. Es hat sich irgendein Update eingeschlichen und hat meine ganzen Einstellungen zerstört. Also, aber jetzt. Hoffentlich geht es heute gut. Schreibt gerne mal in den Kommentaren rein, ob es besser ist. Ton besser ist, die Synchronisierung und. Dürfte jetzt ein bisschen besser sein. Attacke. Wenn ich mit Affiliate Marketing in kürzester Zeit Erfolg sehen möchte, dann wäre es genau mit dieser Strategie. Und genau diese Strategie ist aktuell die größte Chance und schnellste Möglichkeit. Okay, da bin ich echt, ich bin sowas von gespannt. Das glaubt ihr gar nicht, oder? Mit Affiliate Marketing nicht nur ein paar hundert Euro im Monat zu verdienen, sondern 4- bis 5-stellige Profite einzufahren und das in kürzester Zeit. Egal, ob du blutiger Anfänger bist, fortgeschritten bist, irgendwelche Vorkenntnisse hast und das Ganze theoretisch, ohne jemals dein Gesicht zeigen zu müssen oder dich auf anderen Social Media Plattformen zu. Das ist für die meisten da draußen das größte Problem. Die wollen ihr Gesicht nicht zeigen, die wollen anonym bleiben. Bloß nicht, dass die Nachbarn wissen und so. Also es gibt eigentlich zwei Lager, ne? Es gibt die Leute, die voll Fame werden wollen und Instagram-Star und überall ihre Fresse reinhalten wollen oder so. Die Leute gibt es, ist ja auch cool. Und dann gibt es die Leute, die einfach so anonym starten wollen und so. Damit bloß keiner weiß, was da draußen los ist und so. Aber genau so ist es. Okay, schauen wir mal weiter. Welcher Typ bist du? Eins oder zwei? Fresse in der Kamera halten und Star werden und so überall erkannt werden, Autogramme schreiben, Foto machen mit den Leuten und so. Oder eher so ein bisschen anonym. Eins oder zwei? Schreib mal gerne in den Chat rein, beziehungsweise in den Kommentaren. Präsentieren. Das ist aktuell mit Abstand die größte und schnellste Möglichkeit, mit Affiliate Marketing Geld zu verdienen. Und das ohne irgendwelche Vorkenntnisse, großem Startkapital und egal, ob du blutiger Anfänger bist oder auch fortgeschritten bist. Würde ich komplett bei Null starten, wäre das genau mein Ansatz. Und zwar kombinieren wir hierbei die Social Media Plattform TikTok mit künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT, CapCut, 11 Labs und viele mehr. Sprich, wir nutzen brandneue geheime Features von TikTok. Ach so, ganz kurz, ne? Was war das? 87 Facebook-Videos wurden gelöscht innerhalb einer Sekunde. Es gibt dazu ein TikTok-Video. Verlinke ich auch gerne mal hier unten drunter. In den ersten Kommentar packe ich das TikTok-Video rein, schau dir das an. Mit Screenshot. 87 Videos innerhalb einer Minute, zack, gelöscht, weil ich ein KI-Tool genutzt habe, was dann halt die Inhalte überall verteilt. Kein Scherz. Kommen weitere TikToks dazu. TikTok aus und manipulieren somit den Algorithmus, um damit gute Ergebnisse zu erzielen, nicht nur von TikTok direkt, sondern auch unsere Affiliate-Produkte profitabel und schnell zu vertreiben. Und aktuell ist es eben so einfach wie noch nie zu starten und damit Profite zu erzielen, dank künstlicher Intelligenz. Du fragst dich sicherlich, warum ist das gerade jetzt interessant? Nun, TikTok hat zwei brandneue Features introduced, und zwar das TikTok Creativity Beta Program als auch TikTok Shop. Das eine ist bereits schon in Deutschland verfügbar, das andere wird bald verfügbar sein. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Was soll das überhaupt sein? Das sind zwei brandneue Features im TikTok. Ich habe immer das Gefühl, dass ich als letzter diese Features bekomme. Egal auf welcher Plattform. Ich habe ein Instagram-Video, glaube ich, gesehen, dass man jetzt 30-Minuten-Videos auf TikTok hochladen kann. Ja, ich kann immer noch 10, ich habe geguckt in der App und am Desktop kann ich immer nur 10-Minuten-Videos hochladen oder so. Dieses Feature, weil sonst könnte ich diese Videos auch 1:1 hochladen auf TikTok. Und braucht die nicht immer einen 9-Minuten-Schnippel machen und so weiter. Part 1, Part 2 und so weiter. Weil das kostet natürlich Zeit. Und wir hatten jetzt mit dem einen Tool, ich weiß nicht, ob ich das jetzt weiter bezahle, $25 im Monat. Wenn dann Instagram oder beziehungsweise Facebook die Inhalte sperrt. TikTok-Ökosystem, die helfen sollen, den Creator eher an der Plattform zu binden, als auch Zuschauer mehr reinzulocken. Und insgesamt TikTok als Geschäft deutlich profitabler zu gestalten.
Vergleichen wir mal diese zwei Programme, bevor wir eigentlich dazu kommen, wie du damit eigentlich Geld verdienen kannst. Nummer 1 ist das TikTok Creativity Beta Programm. Das ist bereits schon im deutschsprachigen Raum verfügbar, besser gesagt nur in Deutschland. Wenn du also von Österreich oder Schweiz starten möchtest, brauchst du idealerweise schon ein deutsches TikTok-Profil oder einen Freund, der diese erstellen kann. Alternativ kannst du diese auch theoretisch über Freelancer-Plattformen wie Upwork oder Fiverr erstellen lassen. Was die TikTok Creativity Beta Programm eigentlich ist, das ist einfach eine weitere Möglichkeit, Creator zu bezahlen für ihre Aufrufe. Für alle Videos über einer Minute. Und das kann... Ich bin mal gespannt. Jetzt zahlen die ja echt gut dafür. Mal gucken, wer das in Zukunft ist. Ne? Ich meine jetzt, das der Hauptvorteil ist einfach, wir haben jetzt einfach mal extrem viele Creator, die dann halt Content erstellen über eine Minute. Und wir haben sehr viele Werbetreibende, die gerade Richtung TikTok strömen. Weil die sehen, hey, läuft ganz gut. Und ja, dazu etwas Tolles hier nochmal. Mein Facebook-Workshop, ne? Sicher dir mein Facebook-Workshop. Kannst du fotografieren oder unter dem Video schauen. Und da findest du den, kostet glaube ich jetzt 29,95 €, fast 3 Stunden Content oder über 3 Stunden Content. Ja. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung, weil ich sehr, sehr viel Geld mit TikTok und mit Facebook verdient habe. So, mit TikTok, ja. Mit Facebook natürlich. Attacke. Und was noch ist, bevor wir jetzt hier, ich habe noch ein paar Strategiegespräche, Termine offen. Da, das ist das hier. Ne, das ist meine Telegram-Gruppe. Strategiegespräch ist das hier. Ha, da kannst du halt auch fotografieren. Und dann zoomen wir einfach mal 15 Minuten, völlig gratis. Gratis-Coaching, 15 Minuten, du kannst mir alle Fragen stellen und so weiter. Terminkalender, Termin auswählen, es wird auch nichts verkauft oder so. Und dann Attacke. So, jetzt müssen wir das hier alles ausmachen. So, und dann gehen wir weiter. Sogar sehr lukrativ sein. Denn früher hat man nur wenige Cent von 6, 7, 8, 10 Cent pro 1000 Aufrufe verdient. Jetzt verdient man von 80 Cent zu 1 Euro sogar bis zu über 2 Euro pro 1000 Views. Also weil das ist ja, wenn du viralen Content hast, sind 1000 Views ja gar nichts. Ne? Bei YouTube sind 1000 Views schon okay, ja, für kleine Creator. Bei TikTok geht's, ne? Und das ist schon geil. Das ist schon verdammt geil. Und wenn das so weitergeht, ja, also, ja. Sprich, wenn du ein Video, das extrem viral ist, zum Beispiel 1 Million Aufrufe erzielt, kannst du von 1 bis 2.000 Euro damit verdienen. Und 1 Million Views mit einem Video oder mehreren Videos zu erzielen, ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Also es ist einfach ein extra Bonus für Creator, die Content auf der TikTok-Plattform erstellen. Ähnlich werden sie auch bezahlt wie YouTube AdSense. Wie du eben den Algorithmus hacken kannst und damit Hunderttausende bis Millionen von Views erzielen kannst, ohne überhaupt selber jemals auf TikTok gewesen zu sein, das schauen wir später im Video an. Die zweite Möglichkeit ist TikTok Shop. TikTok Shop ist eine brandneue In-App-Kaufmöglichkeit, das ermöglicht Creatoren, Brands und Co. Amazon ist das gleiche gerade in Amerika. Du kannst die Amazon-Produkte promoten und kannst die alle raushauen. Sehr, sehr geil. Das hat wohl nur in Amerika. Und schauen wir mal. Attacke. Featuren und zum Verkauf möglich zu machen. Sprich, du kannst direkt in TikTok in der eigentlichen App dieses Produkt kaufen, ohne jemals die Plattform verlassen zu müssen. Win für TikTok, Win für Creator, Win für Brands. Und das ist prinzipiell direkt eine Möglichkeit für Creator, die Produkte im Video zu verlinken und damit Affiliate-Kommissionen zu verdienen. Und das geht von 5% bis hin zu 40%. Das bestimmen selber die Creator und auch die einzelnen Brands. Und damit kannst du eine extrem große Menge an Geld verdienen, selbst wenn du noch nie irgendwelche Videos professionell ja, muss mal gucken, ne? Wenn du natürlich Fans hast, geht's einfacher, ne? Stell das. Die besten Formate sind zum Beispiel solche UGC-Formate, wo du dich durchaus selber vor die Kamera positionierst, ist aber nicht zwingend notwendig, wird dir aber auf dieser Strategie und Art und Weise deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Diese Creatorin hat allein mit diesem Video über 30.000 Profit, nicht Umsatz, sondern Profit verdient. Und das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen und nur eins von ganz, ganz vielen Videos von ihr selber. Das große Problem hierbei ist, dass es aktuell nicht für den deutschsprachigen oder europäischen Markt verfügbar ist. Lediglich in USA, Großbritannien, als auch andere südostasiatische Länder, wie zum Beispiel Vietnam, Singapur, Malaysia, Indonesien und viele mehr. Aber wie wir zuerst mit TikTok Creativity Beta Programm gesehen haben, diese Features übrigens, werden hat einen nach, richtig nach, geilen nach Hintergrund, ne? Europa gebracht. Genau wie das. Ich wollte mal ganz kurz zurück. Schau mal bitte. Das ist ja live, ne? Also kein Foto oder sonst was. Vielleicht ist, weil die Bäume bewegen sich hier hinten immer, seht ihr, ne? Also das ist jetzt kein Foto oder so. Wie bei Zoom oder so hinter. Also das ist schon ein sehr, sehr geiler Hintergrund. Geiles Wohnzimmer. Ja.
Beta-Programm gesehen haben, diese Features werden nach und nach nach Europa gebracht. Genau wie das TikTok Creativity Beta-Programm. Aber es gibt jetzt schon eine Möglichkeit, wie du von TikTok Shop profitieren kannst, ohne zu warten, bis es in Deutschland startet. So kannst du dich dann vorbereiten, sobald es in Deutschland live ist, dass du maximale Profite dadurch erzielen kannst. Schau dir am besten dieses Video dazu an. Aber wie kommen wir eigentlich zu dieser Thematik TikTok mit ChatGPT kombinieren und damit diese revolutionäre Möglichkeit mit Affiliate-Geld zu verdienen in 2024? Dafür werden wir folgende Punkte besprechen. Nummer 1, die besten Nischen. Nummer 2, wie du Views bekommst. Und Nummer 3, wie du mit dieser Strategie Geld verdienst. Genau diese Thematiken werden wir besprechen. Cool. Falls du zum Thema Affiliate Marketing komplett neu bist, vermarkten wir hierbei bei Affiliate Marketing bereits existierende Produkte, egal physisch oder digital oder Dienstleistungen oder Softwares. Und hierbei verdienen wir... Ich werde ja immer wieder gefragt, ne? Also, physisch, je nach Shop, ist cool, kann man als Affiliate machen. Aber man hat sehr viele Rückgaben. Ne? Also wenn du Fashion machst physisch, hast du vielleicht 40-50% Rückgaben. Und dann wird natürlich die Provision gestrichen. Ist der Nachteil. Ne? Aber physisch geht natürlich gut, weil jeder kauft irgendwas und bestellt etwas. Ne? Also du kannst alles mögliche. Rasenmäher, keine Ahnung, Schuhe, Cappies, Technik, alles kannst du machen physisch. Dienstleistung ist die Steuerquote nicht so hoch, ne? Sehr, sehr gut. Software hat meistens den Vorteil, viele Softwareprodukte, so E-Mail-Marketing-Systeme und so sind Abo-Produkte, da kriegst du jeden Monat Geld. Ist natürlich so, ja, du wirst nicht immer das haben, dass die Leute 3-4 Jahre für die Software bezahlen, manchmal nur 3 Monate und so weiter, aber das ist halt bei Software echt gut, weil du jeden Monat vielleicht Cashflow aufbaust. Digitale Produkte sind natürlich die einfachsten, ne, zu verkaufen. Du hast, je nachdem, was für ein Anbieter ist, weder gar keine Rückgabequote oder du solltest eine geringe Rückgabequote haben oder so. Kommt auch, du bist auf den Preis drauf an und so, ne? Also, so billigere Produkte mit Rückgabequote, das kaufen meistens Leute, die halt kein Geld haben und die geben das sehr oft zurück, auch wenn sie es durchgearbeitet haben. Merkt man manchmal, ne? So, früher war es so, da habe ich sehr viele Trading-Sachen promotet, Kurse dazu. Und man hat halt gemerkt, dass die Leute es genau nach 30 Tagen zurückgegeben haben oder 29 Tagen, wenn da 30 Tage Rückgaberecht ist. Also haben das durchgearbeitet, zurückgegeben. Ist natürlich total eklig, ne? Deshalb promote ich da halt eigentlich nur noch Produkte, wo es kein Rückgaberecht gibt. Die gut sind, aber kein Rückgaberecht, ne? Also, nur mal so ganz kurz, wie ich das mache. Physisch oder digital oder Dienstleistungen oder Softwares. Und hierbei verdienen wir erst dann, wenn ein Verkauf zustande kommt und dafür verdienen wir einen fixen Prozentsatz oder einen fixen Eurobetrag. Dabei unterscheidet man auch zusätzlich Cost per Lead, wo wir hierbei statt für einen Verkauf ein Lead wie zum Beispiel einer E-Mail vergütet werden. Affiliate Marketing. Als Geschäftsmodell bietet viele weitere Vorteile. Wie zum Beispiel, wir brauchen kein eigenes Produkt. Wir müssen uns niemals um den Kundensupport eigentlich kümmern und dementsprechend auch um die Produktabwicklung. Wir brauchen keine eigene Webseite. Dafür sind auch keine großen Startkosten benötigt und kann dementsprechend auch komplett ortsunabhängig, unflexibel von überall aus auf der Welt gemacht werden. Schauen wir uns zwei verschiedene Beispiele, die extrem gut von Beta Creativity Program profitieren, als auch Affiliate Marketing noch zusätzlich betreiben können. Zum einen haben wir zum Beispiel hier Everyday World Facts mit knapp 36.000 Followern und 2,8 Millionen Likes und die haben ganz, ganz simple Videos, wenn wir uns das Ganze hier kurz anschauen. Most peaceful. Okay, echt cool. Englischsprachig, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich nochmal ein größerer Markt, ne?
for Countries, 6 Sekunden lang und da einfach eine ganz simple Liste mit einem Flugzeug. Wie man das Ganze noch zusätzlich verbessern könnte, ist, indem man verschiedene Fakten aneinander reiht und das dann dementsprechend auf über eine Minute streckt oder die ersten 5, dann die nächsten 5, dann die nächsten 5 und hierbei könnte man Affiliate-Angebote für verschiedene Reiseplattformen, Reiseangebote oder Flüge dementsprechend bewerben. Also alles zum Thema Reisen und die Videos sind super leicht erstellt. Dafür müsst ihr lediglich diese Liste hinzufügen auf CapCut und hast du aber jetzt das Problem, machst das jetzt in Deutsch? Hast du dann nur ein deutsches Partnerprogramm? Ist cool. Wenn du das international machst, musst du ein bisschen gucken, dass du dann auch alles mitnimmst. Ne? So, ich sehe hier vorne, weiß nicht, ist das Indisch oder sowas? Seht ihr gar nicht. Ich gehe mal kurz rüber. Ist das hier Indisch? Es sind Leute vielleicht aus England da. Und keine Ahnung. Hier vorne Arabisch und so weiter. Frankreich. Weiß ich nicht, ob die Leute dann halt aus diesen Ländern kommen. Aber ja, es geht dir sehr, sehr viel Geld verloren oder so, wenn du das halt nicht richtig organisierst, die Links und so weiter. Weil es gibt ja Partnerprogramme, die sind nur für bestimmte Länder freigeschaltet. Ne? Und da musst du halt so ein bisschen gucken, dass das halt vernünftig funktioniert. Sonst, ja, no way. Sonst verlierst du halt sehr, sehr viele Einnahmen. Ne? Und einfach ein Video unterlegen. Also leichter als das wird es eben nicht. Ein weiteres, aber sehr cooles Beispiel ist zum Beispiel hier dieses TikTok-Profil von Infinite History. Wir sehen hier ein bisschen unter 1 Million Follower mittlerweile und 14,4 Millionen Likes. Was die hierfür eben machen. Der hat noch nicht mal einen Link hier drin. Keine Ahnung, ob das ein Instagram-Playlist oder okay. Aber naja, fehlt ein bisschen was, ne? Komisch, okay. Ist zum Beispiel dieses coole Video. All diese Komponenten, die jetzt gerade in den ersten paar Sekunden gezeigt wurden, konnten komplett hundertprozentig mit AI erstellt werden. Das Einzige, was eben hierfür gemacht werden musste, wäre, die Bilder mit Midjourney erstellen zu lassen und diesen Voiceover, den ihr gerade eben gehört habt, mit Hilfe von 11 Labs, also. Aber 11 Apps kostet auch Geld, ne? Also wenn du da halt was Vernünftiges machen möchtest und konstant Videos, hast du halt definitiv Ausgaben schon mal, ne? Also seid ihr darüber bewusst, ja. Ebenfalls eine künstliche. Da musst du schon mal echt viele Aufrufe haben, ne? Um das wieder reinzubekommen. Intelligenzplattform zu erstellen. Und diese Videos hier auf dem Profil machen Millionen von Aufrufe. Also ihr könnt es euch vorstellen, dieser Kanal und dieses TikTok-Profil macht dementsprechend auch sehr gute Umsätze. Extra über 1 Minute wird die Länge beansprucht, sodass sie auch das dementsprechend für ihre Profile abgreifen können und auch vom Beta Creativity Program profitieren können. Nun, um erstmal mit dem TikTok Creativity Beta Program zu starten, gibt es ein paar Aufnahmekriterien, die wir erreichen müssen. Keine Sorge, die sind eigentlich relativ simpel zu erreichen, wenn du die Schritte richtig befolgst und das Ganze zumindest mal 4 bis 8 Wochen durchziehst. Diese wären unter anderem, du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn du das noch nicht bist, kannst du gerne Geschwister, Freunde oder deine Eltern fragen. Natürlich mit Erlaubnis, ob du unter deren Namen mit deren Ausweis diese Profile erstellen kannst. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein, falls du unter 18 bist. Zudem brauchst du ein Profil in Deutschland, USA, Frankreich oder Großbritannien. Falls das nicht der Fall bei dir ist, habe ich vorhin schon die Möglichkeiten erklärt. Zudem wirst du auch 10.000 Follower brauchen, um diese Grenze zu erreichen. Aber keine Sorge, das kannst du auch schaffen, wenn du die richtigen Schritte und Videos umsetzt. Und das kann sogar viel schneller gehen, als du dir eigentlich vorstellst. Und 100.000 Views brauchst du zudem in den letzten 30 Tagen. Wenn du ja, okay, das ist noch das Wenigste, glaube ich. Aber die 10.000 Follower heutzutage, je nach Thema, wenn du einen rein deutschen Kanal machst, schon eine Herausforderung, erstmal ein paar Wochen. 1000 Follower erreicht hast, sollte das auch überhaupt kein Problem sein. Und das ist aktuell eine riesen Möglichkeit, das kann ich nur nochmal betonen, in den nächsten 4 bis 8 Wochen 4- bis 5-stellige monatliche Profite dadurch zu ernten, nicht nur durch den Beta-Programm, sondern in Kombination mit Affiliate-Marketing. Und ich kann euch nicht versprechen, wie lange dieses Programm in dieser Verfassung noch verfügbar sein wird, denn das ganze Programm hat insgesamt aktuell eine Milliarde Creator-Fund bekommen und funktioniert nicht genau wie bei YouTube AdSense, wo YouTube-Videos eine Werbung inzwischen drin ausgespielt bekommen, sondern vielmehr, das ist ein einmaliger Fund, der von Investoren oder sonst was erstellt wurde und beigefügt wurde. Kann sein, dass es noch erneuert wird und ein anderes System geschaffen wird, aber heißt nicht. Wenn, das wird ja heißen, ne, wenn es ausgeschöpft ist und es gibt keinen Ersatz, kannst du wieder kein Geld verdienen. Ne? Dann bauen alle ein Geschäftsmodell auf, du versuchst 10.000 Follower zu bekommen, machst alles und dann bist du gerade bei diesen ganzen Follower oder du verdienst 3-4 Monate Geld und dann sind die Milliarde weg und dann stehst du da.
schwieriges Geschäftsmodell, um nachhaltig etwas aufzubauen. Du kannst natürlich dann immer wieder den TikTok-Kanal für andere Sachen benutzen, aber versteif dich nicht drauf, ne? Heißt das ja im Umkehrschluss. Dass diese Möglichkeit für immer bestehen wird. Also schreib mir gerne einen Kommentar, wie du es findest. Ich finde es jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Schau dieses Video ganz genau bis zum Schluss an und fang das Ganze an umzusetzen. Der erste Schritt, wie du das richtig und erfolgreich startest, ist Nummer 1, die Mass Appeal Nische zu wählen. Also eine Nische zu wählen, die direkt einer riesengroßen Zielgruppe ausgestrahlt werden kann. Und wichtig vorab zu betonen, keiner sagt, dass ihr nur Content oder nur Videos auf Deutsch erstellen müsst. Denn theoretisch, wenn ihr euren Content auf anderen Sprachen oder eben auf Englisch macht, öffnet ihr euren eine brandneue, viel größere Zielgruppe als nur den Deutschen. Ganz, ganz wichtig, ne? Ich war ja auch in Amerika und so weiter und hatte da echt Probleme, mich einzuloggen bei TikTok. TikTok, angeblich schauen die nach, was du für eine SIM-Karte hast. Also, wenn du eine deutsche SIM-Karte hast, wird dein Inhalt eher in Deutschland ausgestrahlt. Und ich kann euch sagen, ich habe ja in Frankreich auch schon das eine oder andere gemacht mit der französischen SIM-Karte. Auf einmal hatte ich sehr viele französische Aufrufe und Kommentare. Das ist die Frage, ob man sich dann eine internationale SIM-Karte holt auf den Handy. Ganz, ganz wichtig, ne? Ganz, ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Faktor, ne? So mit der deutschen SIM-Karte wirst du vielleicht nicht international gehen. Auch wenn du so digitaler Nomade bist unterwegs oder so und du hast dir eine SIM-Karte in dein Land geholt und willst aber in Deutschland Reichweite aufbauen. Verdammt nochmal, hol dir wieder eine deutsche SIM-Karte, so schnell wie möglich, sonst wird das wohl schwierig. Das sind sehr, sehr viele Erfahrungsberichte. Ne? Also, Attacke. Sprachen Gottes. Aber auf Deutsch ist es definitiv auch möglich. Falls ihr den USA-Content ausstrahlen wollt, braucht ihr zusätzlich eine US-SIM-Karte, die kriegt ihr ganz bequem auf Amazon. Okay, er sagt das also. Also ich konnte mich nicht einloggen. Zwei Jahre hintereinander konnte ich mich in Amerika nicht einloggen. Und ich wollte total viele Videos machen, extra so Handy, alle Dings raus, Apps raus noch und so weiter, alles vorbereitet und so, noch Stativ gekauft und so. Und weil ich im Supermarkt so filmen wollte, so Süßigkeiten und so und live gehen wollte und so. Und dann auf einmal komme ich nicht rein. In England kam ich sehr gut rein. Überall in Europa komme ich rein. England komme ich rein und so. Und die Grenze zu Amerika am Flughafen, zack, komme ich nicht mehr bei TikTok rein. Verlasse ich das Land, komme ich wieder bei TikTok rein. Ich weiß noch nicht, wo das Problem liegt. Amazon physisch bestellen oder als... Aber du willst dann Content erstellen in Amerika. Ich habe dann zwar viele Videos gedreht und so weiter, aber die auch noch nicht alle veröffentlicht. So hätte ich das immer live im Supermarkt noch veröffentlicht oder so oder kurze Zeit später, ne? Aber dann weißt du ja noch, was du erlebt hast und nicht dann halt 6 Wochen später, weil ich war ja wieder 6 Wochen in Amerika, ja. Alternativ mit eSIMs wie zum Beispiel AirAlo nutzen. Dafür werdet ihr aber ein brandneues TikTok-Konto anlegen müssen, sobald eure US-SIM-Karte richtig verbunden wurde. Zusätzlicher Tipp wäre zum Beispiel noch darüber hinaus ein VPN, wie zum Beispiel von NordVPN zu nutzen, damit ihr auch wirklich, wirklich eine US-Zielgruppe targetieren könnt. Zu diesen Thematiken findet ihr unten in der Videobeschreibung die jeweiligen Links. Warum müssen wir eine Mass-Appeal-Audience auswählen? Nun, unser Ziel ist ja schließlich, möglichst schnell 10.000 Abonnenten zu kranken, als auch die 100.000 Views. Wie geht es am besten? Indem wir eine möglichst breite Zielgruppe aus. Hier stelle ich euch kurz ein paar Nischen vor, die dafür extrem, extrem gut funktionieren und damit natürlich auch dementsprechend sehr viele Umsätze generieren mit dem TikTok Creativity Beta Programm. Zum einen wäre es zum Beispiel die Game-Nische. Hierfür gibt es Dutzende verschiedene Beispiele und Beispielkonten, wie zum Beispiel Would You Rather oder Higher or Lower oder Truth or False. Solche Spiele funktionieren extrem gut und generieren Millionen von Aufrufen, solange die Videos über eine Minute sind. Auch die faszinierend, ne? Diese Videos sind extrem leicht zu erstellen. Dafür generiert ihr einfach dieses einmalige Template über Canva oder ähnlichen Plattformen und schneidet dieses Video entweder direkt in Canva zusammen oder über CapCut. Die Stimmen erstellt ihr mit der Eleven Labs und die Fragen könnt ihr theoretisch von anderen Creatoren inspirieren lassen oder direkt von ChatGPT generieren. Eine weitere Nische, die durchaus interessant wären zum Beispiel diese Faktenvideos. Fakten gehen immer. Es gibt ja auch so viele Nischen, ne? Auch wenn du ein digitales Infoprodukt hast oder so Nichtraucher werden oder keine Ahnung was. Das ist echt faszinierend, ne? Also konzentriere dich auch da wieder eher auf eine sehr, sehr kleine Nische oder eine gute Nische. Das ist das Zauberwort, ne? Nicht querbeet alle Videos posten. Also alle möglichen Fakten oder Fakten aus einer bestimmten Nische. Dazu haben wir vorhin ein bestimmtes Beispiel schon angeschaut. Auch diese Videos sind extrem leicht zu erstellen und deutlich besser monetarisierbar mit passenden Affiliate-Angeboten als das vorherige Beispiel. Auch eines meiner Favorites sind zum Beispiel Conspiracy Theories. Denn da gibt es Dutzende,
Tausende, Millionen von verschiedenen Conspiracy Theories. Ich persönlich finde die da auch durchaus spannend und da gibt es extrem viele, die man besonders mit guten Hooks ausreizen kann, wo man den Zuschauer reinzieht und dazu neigt, dass er das ganze Video auch anschaut, dass dementsprechend unsere Views als auch unsere RPM erhöhen kann. Und auch diese Conspiracy Theories können Sie von YouTube-Videos entziehen, können Sie von TikToks entziehen oder theoretisch auch gar hier wieder ChatGPT fragen. Eine weitere Nische, die extrem gut und profitabel ist, sind zum Beispiel verschiedene Reddit-Stories. Diese Reddit-Stories können Sie, wie vom Namen entnommen, direkt von Reddit entziehen oder direkt zum Beispiel von ChatGPT auch wiederum generieren lassen. Viele dieser Texte und Skripte können Sie ganz bequem in Minuten schneller von ChatGPT erstellen lassen, ohne jemals einen Skript selber schreiben zu müssen. Diese Reddit-Videos sind oftmals mit passendem Gameplay unterbettet, wie zum Beispiel... Also ich habe jetzt echt viele Sachen, die ich mache oder so, aber es juckt mich schon in den Finger, das zu machen. Ohne Scheiß. Nein, ich habe mich verdrückt hier. Ah, Gameplays, wo haben wir das? Fakten aus einer bestimmten Nische. Dazu, wie vom Namen von ChatGPT erstellen lassen, ohne jemals einen Skript selber schreiben zu müssen. Diese Reddit-Videos sind oftmals mit passendem Gameplay unterbettet, wie zum Beispiel von Minecraft, GTA oder ähnlichen Spielen. Und das könnt ihr im Regelfall ohne Probleme von solchen YouTube-Videos entziehen. Aber ein großes Problem gibt es eben mit diesen Nischen, und zwar die Profitabilität über dem Creator-Programm hinaus. Könnt ihr absolut machen, bloß es gibt nicht so viele passende Affiliate-Angebote, die ihr mit zum Beispiel Reddit-Stories kombinieren wollt. Was ich ansetzen würde, wäre zum Beispiel Videos mit passendem Mehrwert zu kombinieren. Das kann in alle Richtungen sein, das können alle möglichen Arten von Videos sein. Aber was ich zum Beispiel zu Beginn machen würde, wäre zum Beispiel Motivationsvideos zu erstellen. Die Motivationssequenzen könnt ihr zum Beispiel von anderen Motivationsvideos entnehmen oder alternativ. Also auf Instagram ist es, glaube ich, out. Auf Instagram ist es out. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr machen auf Instagram. Ne? Fotosmäßig, ne? Videos vielleicht noch, aber es gab einfach mal, es sind jeden Tag hunderte neue Kanäle auf Instagram erschienen. Sei schnell. Ich würde vielleicht sogar echt inspirieren lassen vom englischsprachigen Kanal und das dann in Deutsch umsetzen. Ja. Auch hier wieder ChatGPT fragen oder zum Beispiel Stoicism in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel von alten Stoisten, wie zum Beispiel Marcus Aurelius, und dann dementsprechend das mit passenden Bildern unterlegen und mit einer saftigen, schönen AI-Stimme. Und dazu können wir natürlich deutlich bessere Affiliate-Angebote finden, wie zum Beispiel zum Thema Online-Geld verdienen, Persönlichkeitsentwicklung und vielem, vielem mehr. Und wenn wir das Ganze uns hier zum Beispiel anschauen, hier zum Beispiel ein Profil, das hat über 514.000 Follower mit 8,7 Millionen Likes. Hier allein diese drei Videos haben 5,9, 7,1, 6 Millionen Aufrufe. Und wenn wir das Ganze anschauen. Okay, ich höre jetzt nicht so viel, aber okay. Aber Dubai halt, ne? Ihr hört das Ganze schon, einfach kurzes Watermark, hier eine Caption drüber gepackt und entweder eine AI-Stimme oder in dem Fall tatsächlich wieder ein Podcast oder Videoclip, was entnommen wurde mit einer zusätzlichen Musik untermalt und natürlich passenden Stock-Images oder Stock-Videos. Das ist auf jeden Fall ein sehr effektiver Weg, eben viele Aufrufe zu generieren. Das ist dieses Video, aber insbesondere hat jetzt nicht über eine Minute Videolauflänge. Alternative Videos, ich habe jetzt hier einfach kurz Motivation eingegeben. Ihr könnt natürlich solche saftigen, schönen Videos entnehmen und dementsprechend mit passenden Captions untermalen. Aber ich kann euch nicht versprechen, wie lang solche Videos natürlich noch aufgenommen werden in den TikTok Creativity Beta Programm. Das einmal, und ihr müsst echt aufpassen, Persönlichkeitsrechte, ne? Also ich glaube nicht, dass Mike Tyson die Leute verklagt oder so, aber es gibt halt einfach, Mike Tyson hat Rechte, wenn du Werbung damit machst, dann ja, der Videofilmer, der Kameramann, der Fotograf hätte vielleicht auch Rechte dran und. Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Im englischsprachigen Raum ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, aber wenn du das mit deutschen Leuten machst oder so, wow. Es war ja mal mit Karl S. oder so, dieses Lied von oder über Karl S. Und da wurde ja ein Foto benutzt und der Fotograf hat alle abgemahnt. Also nicht Karl S. hat alle abgemahnt, sondern der Fotograf, der das Foto gemacht hat, für ein Buch oder so. Und dann kriegst du die Abmahnung oder so, weil der Fotograf sagt, hey, du hast die Lizenzen nicht bei mir, du hast kein Recht an einem Foto. Deshalb, also da echt, muss man echt aufpassen. Im deutschen Markt ist vielleicht noch eher, aber im englischsprachigen Raum gibt es schon allmählich Probleme, da es sich hierbei nicht um originellen Content handelt. Hingegen, wenn ihr mit AI diese Videos erstellt, also mit einer AI-Stimme oder anderen Video-Footage nimmt, ist das eigentlich kein Problem und wird noch als origineller Content validiert. Aber wenn wir zum Beispiel hier lauter Beispiele anschauen, hier
Sehen wir alle Videos, die sind in den vergangenen Monaten und Wochen veröffentlicht worden. 3,3 Millionen, 6 Millionen, 10 Millionen, 5,2 Millionen, 33 Millionen. Also diese Videos machen extrem viel Geld, wenn sie das Ganze richtig angehen. Wenn wir hier zum Beispiel ein bestimmtes Beispiel anschauen, hier. Your mother is the most precious thing in the world. It is said that the bond between a mother and her child is unlike any other. And for good reason. Ein perfektes Beispiel. Hier, ganz simpler Hintergrund, ganz, ganz easy, können Sie von jeglichen Stock-Image-Seiten entnehmen. Hier, Captions untermalt, 2,4 Millionen Aufrufe, 2,4 Millionen Likes tatsächlich. 2 Minuten 16 läuft dieses Video und 28 Millionen Aufrufe. Was ich sehr lustig finde, und ich gehe mal kurz rüber, dass du hier etwas mit 16.000 Aufrufe hast. Du hast hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, das sechste Video hier, da, wo die Maus drauf ist, da hast du 16.000 Aufrufe und dann auf einmal hast du 28 Millionen, 27.000 und 28 Millionen, 4 Videos Unterschied. Aber das sind auch angepinnte Videos, ne? Kann man nicht ganz genau nachgehen oder so. Aber ja, sehe ich jetzt gerade, ist oben angepinnt. Okay, schauen wir mal weiter. Muss man immer so drauf achten, die Feinheiten. Ne? Wenn du Geld verdienen willst im Online-Business, schau auf die Feinheiten. Ne? Warum, wieso, weshalb und so weiter. 28 Millionen Aufrufe. Also die haben allein mit diesen 4 Videos, kann ich euch versprechen, mindestens 5-stellige Umsätze erzielt. Und genau an diesen Videos können wir uns dementsprechend orientieren und extrem leicht umsetzen. Ich würde sogar schauen. Hier vorne haben wir auch wieder 2500 Aufrufe. 256.000 Aufrufe, 4.000 Aufrufe, 15.000 Aufrufe. Also, ja, mal geht was viral, mal nicht. Oder, ne? Dass man solche Videos etwas besser macht. Mit besseren Backgrounds, mit besseren Captions. Aber solche Videos sind extrem leicht umsetzbar. Das ist zwar nur 16 Sekunden und es heißt nicht, dass jedes Video von euch 16 Sekunden sein muss. Wenn die Videos zum Beispiel bei euch zu Beginn 10, 20, 30 Sekunden nur lang sind, aber ihr damit die ersten 10.000 Abonnenten und Follower knappt, funktioniert das auch extrem gut. Weitere Beispiele wären auch hier. 14,3 Millionen, 890.000 Likes. Hier seht ihr auch das Ganze extrem leicht gemacht. Einfach simpler Background, 11 Labs Nachbau. 1:03, also das kriegt garantiert jeder von euch hin. Und das nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen, die wir soeben angeschaut haben. Schritt 2 wäre die Content-Erstellung. Wir haben soeben angeschaut, wie leicht diese Videos eigentlich aufgebaut sind und trotzdem Millionen von Aufrufe generieren können. Dafür müssen wir uns niemals selber vor die Kamera positionieren. Wir müssen dafür eigentlich auch nicht komplexe Schnitte. Wir brauchen da keine komplexe Schnitterfahrung. Das geht heutzutage extrem leicht mit der Hilfe von vielen künstlichen Intelligenzplattform. Für Skripte und Content können wir uns theoretisch direkt bei der Competition inspirieren lassen, von bereits existierenden motivierenden Sprüchen oder direkt von Motivationsreden von Podcasts und Co. bloß auf AI umtrimmen lassen oder direkt ChatGPT nach Hilfe oder Ideen fragen und theoretisch das Ganze direkt skripten lassen. Für die Voiceover, wie du soeben gehört hast, dafür können wir die Plattform 11 Labs nutzen. Die haben ein breites Arsenal an verschiedenen Stimmen, die wir genau für solche Videos nutzen können. Midjourney können wir für den Content oder für die Bilder nutzen. Dafür braucht ihr lediglich das 10-Euro-Abo und könnt wie am Fließband Bilder von AI erstellen lassen. Alternativ könnt ihr natürlich von Stock-Image-Plattformen wie zum Beispiel FreePic, Pexels, um nur ein paar genannt zu haben, das natürlich als bildliches Material für eure Videos unterlegen. Und für den Videoschnitt, um alles zusammenzustauchen, je nachdem wie komplex euer Video ist, könnt ihr dementsprechend entweder CapCut oder Canva nutzen, wenn eure Videos noch leichter sind. CapCut ist echt geil. CapCut könnt ihr automatisiert Captions generieren lassen, einfach so auf Knopfdruck. Findet euren eigenen Stil, eben mit den passenden Captions. Und natürlich zu jedem guten motivierenden Video braucht man natürlich eine passende motivierende Musik. Dafür empfehle ich euch ganz stark zum Beispiel Epidemic Sound, nur als eines von vielen Beispielen. Wenn ihr da sind wir auch wieder bei 15 bis 20 Euro. Also du musst schon ein bisschen was im Business investieren, sonst da 10 Euro, da bist du ruckzuck 70, 80, vielleicht auch 100 Euro los. Ne? Auch Schnittprogramm oder so. Ne? Wenn diese Schritte durchgeht, könnt ihr wie am Fließband innerhalb von wenigen Minuten Content erstellen. Das wäre zum Beispiel ein Beispielvideo, das wir genau in dieser Schrittabfolge erstellt haben. Zuerst die Skripte von ChatGPT generieren lassen, die Stimme in 11 Labs eingefügt, das war das Ergebnis, und dann das gepaart mit passendem visuellen Aspekt und dann zusammengeschnitten, zusammengefügt in CapCut. Und falls ihr genau ein Schritt für Schritt Ich finde das aber noch geil, die ganzen Fotos und so weiter und wie das aussieht, echt cool.
sehen wollt, wie du auch solche Motivationsvideos erstellen kannst mit Hilfe von ChatGPT und ähnlichen Künstliche Intelligenz-Plattformen, dann lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren. Auch dazu kann ich ein separates Video für euch abdrehen. Nun, sobald ihr eure ersten Content-Pieces erstellt habt, mein großer Tipp für euren Wachstum, postet auf jeden Fall mindestens 2 bis 5 Content-Pieces pro Tag. Und das Ganze könnt ihr theoretisch auch noch zusätzlich reposten auf anderen Social-Media-Plattformen sein, um eben da, das Reposting-Tool, was ich benutzt habe, war echt kacke, ne? Facebook hat halt 87 Inhalte gesperrt, also Arbeit von 3 Monaten einfach weg. Um die Omnichannel-Präsenz zu erreichen. Sprich, eure Videos können theoretisch noch zusätzlich auf YouTube Shorts, Instagram Reels, also Pinterest viral gehen und noch eine zusätzliche Traffic-Quelle für eure Affiliate-Angebote sein. Apropos Affiliate-Angebote, das wäre eben der dritte Schritt, und zwar passende Affiliate-Angebote für eure Nische, für eure Zielgruppe zu finden. Wie zum Beispiel von Amazon Associates für passende Bücher zum Thema Stoicism, falls ihr ganz viel über Marcus Aurelius Skripte und Texte und sonst was habt. Alternativ zum Thema Selbstverwirklichung, Selbstverbesserung und online Geld verdienen, gibt es natürlich diverse verschiedene Marktplätze, die direkt E-Books, bereits existierende Online-Kurse oder kleine Tutorials anbieten. Dafür wären zum Beispiel meine Lieblingsmarktplätze, zum Beispiel Digistore24, Copecard, Clickbank, Partnerstack, Impact und viele mehr. Das wäre zum Beispiel ein passendes Angebot, das ich bei Digistore24 gefunden habe, das man durchaus an die potenzielle Zielgruppe vertreiben könnte. Und wenn man es natürlich schafft, Millionen von Aufrufe im Monat zu erzielen, dann verkaufen sich davon einige Stücke im Monat und es ist nochmal zusätzlich ein extra Verdienst, womit ihr durchaus einen 4- bis 5-stelligen Monatsumsatz mit diesen 2 Sachen kombiniert erzielen könnt. Zudem würde ich euch empfehlen, einen Linktree zu erstellen, um verschiedene Affiliate-Angebote und Social-Media-Plattformen zu platzieren. Und genau diese Schritte würde ich machen, wenn ich in 2024 mit Affiliate-Marketing von komplett null auf 4- bis 5-stellige monatliche Umsätze und Profite hochskalieren möchte. Falls du in 2024 richtig mit Affiliate-Marketing durchstarten möchtest, dann habe ich für dich genau das Richtige. Und zwar einen kompletten Videokurs, der dich Schritt für Schritt von Anfang bis zu den ersten... Okay. Cooles Video, ist jetzt zu Ende. Fazit ist, probier es einfach aus, aber bleib dran. Du brauchst halt, wenn du das 3 Tage machst oder so, brauchst du gar nicht anfangen. Mach das 30, 60 Tage und dann wirst du Ergebnisse sehen oder so. Wenn du das nur 3 Tage machen willst oder so, dann lass es auf jeden Fall sein. Mach es nur, wenn du das 1-2 Monate durchziehst. Ende aus. Mein Name ist Michael Kurz, ich bin Rucksackunternehmer. Lass gerne ein Abo da und betätige die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bin raus. Ciao.